Herzlich willkommen in der Oberförsterei Birschnick und Glusko. Jörg Eberitsch hatte es ihm bereits angekündigt im letzten Video. Wir sind diese Woche in neuen Revieren. Diese Reviere liegen sehr grenznah zwischen, ja man kann sagen, 70 und 80 Kilometer von der deutsch-polnischen Grenze. Lassen Sie sich von den Bildern überraschen. Wir waren überwältigt vom Rotwildbestand, vom Schwarzwildbestand und wir haben sogar Weidmannsheil gehabt. Und gleich am ersten Rapsschlag nahe der Unterkunft stehen schon um 18 Uhr die Geweihten im Raps. An beinahe jedem Rapsschlag sehen wir Hirsche in der Sonne dösen. Starke Geweihte sind dabei und bald werden sie fegen, um sich auf die bevorstehende Brunft vorzubereiten. Aljoscha sitzt mit Edward an einer der vielen Kirschneisen im Wald an. Über 30 kontinuierlich beschickte Kirschneisen gibt es hier pro Revier. Schon früh wechseln drei Überläufer an. Aljoscha wird versuchen, einen Überläuferkeiler zu erlegen. Mit bestem Schuss verendet der Überläufer nach 80 Meter mit reinem Lungentreffer. Das gebondete Geschoss von der 6,5x55 ist wohl etwas hart. Bei der Morgenpirsch kann Kort auch noch zwei Überläufer strecken. Was für ein Jagderfolg! Die Jäger werden mitten im Revier in einem sehr schönen Gästehaus untergebracht. Aber sehen Sie selbst, hier fehlt es an nichts. Die beiden Reviere haben eine Größe von 27.000 Hektar mit einem sehr hohen Waldanteil von allein 20.000 Hektar. Aber gerade die ruhigen Feldteile bieten allen Wildarten hervorragende Lebensräume. Und weiter geht es nach Heuna. Diese Oberförsterei liegt direkt an der deutsch-polnischen Grenze und die Jäger wohnen mitten im Wald in einem sehr schönen Jagdhaus. Hier sehen Sie im Hintergrund die Oder als Reviergrenze. Auch dieser schwache Überläufer geht mit guter Kugel noch 80 Meter. Für Mali eine perfekte Übung. Fein! Hast du gefunden? Fein! Das Boot, Weidmannsheil. Super Pirsch, super Erlebnis. Wahnsinn. Thank you.
Am nächsten Morgen pirscht Aljoscha noch einmal auf einen von Edward bestätigten Bock. Beim Angehen haben sie abermals Sauen im Bestand vor. Dann der gesuchte starke Bock. Im hohen Gras bietet sich Aljoscha nur eine Chance. Das waren 3 Tage Testjacht in den Oberförstereien Hojna, Biržnik und Gvozdko. In Hojna sind wir jetzt zuletzt gewesen, den letzten Tag. Joschi hat eben noch einen guten, braven Bock geschossen. Sie haben die spannende Pirsch miterlebt. Insgesamt konnten wir 3 Böcke strecken, 6 Sauen. Und ich denke, das war für diese 3 Tage sehr, sehr erfolgreich. Wir sind überwältigt vom sehr, sehr guten Rotwildbestand, von den vielen Sauen, die wir gesehen haben. Und das lässt wirklich hoffen für die, vor allen Dingen für dieses Jagdjahr noch, für die Brunft, für die Drückjagden und vor allen Dingen auch für die nächsten Jahre. Haben Sie Interesse, jetzt eventuell noch auch übers Wochenende einmal hier in diese grenznahen Reviere zu fahren und die zu besuchen, dann rufen Sie uns an. Ich freue mich drauf. Danke, Weidmannsheil.